train de chaguer. Deutschland Wasser nicht, ha? Das ist kalt. Ich bin fast gestorben. Ha? In Afrika die Wasser ist warm. Mein Gott. Hey, was ist denn los, du Scheiße? Du hast nur keine Augen in deinem Kopf oder was? Mad, ha? Warum kommst du in meinen Weg? Are you crazy? You come in my way, Idiot. Lass dich mal, du kommst in meinen Weg. Diese meine Weg, diese nichts deine. Ah, Bruder, ich bin von Afrika, Nigeria, Deutschland, straight hier hingekommen. Ich bin komplett neu. Oh, ehrlich, Bruder, ich auch neu gekommen in Germany. Ich komme von Arabien. Aber ey, warum du können reden Deutsch? Warum? Ah, Bruder, warum ich gut Deutsch kann? Ich habe so viele deutsche Bananen gegessen. Die waren so knusprig, Lolowski. Und warum kannst du so gut Deutsch, mein Bruder, ha? Ah, Bruder, ich in meiner Heimat gemacht habe einen Unfall. Ich gekommen in Krankenhaus. Im Krankenhaus kam ein Doktor von Germany, von Deutschland, machen bei mir deutsche Spritze und danach ich Deutsch können. Egal, Bruder, scheiß drauf, wohin gehst du, ha? Na, Habibi, ich geh in Jobcenter normal, du nix oder was? Nein, Bruder, ich kenn kein Jobcenter, was ist das, hm? Bruder, Jobcenter bekannt in ganz Welt, du kriegst du Geld ohne Arbeit. Da kann ich Chicken Wings kaufen for free. Komm, nimm mich mal mit. Kein Problem, Habibi, kommst du mit, yalla. Komm, komm, ich komme gerne, komm. Bruder, Moment, habe die Frage, Entschuldigung. Weißt du, wo diese Jobcenter, wo diese ist? Also hör mal zu, erstens bin ich nicht dein Bruder, sondern der Patrick. Und zweitens, Jobcenter, nichts mit zu tun, keine Ahnung, wo das ist. Schönen Tag euch noch. Hey, hallo, was du machen diese? Idiot. Egal, komm, frag eine andere Person. Hey, pass auf, hallo. Weißt du, Bruder, diese muss... Ich weiß. Oh, Bruder, guck mal diese. Dieser Mann, diese... Oh, brutal, ey. Was ist diese gute Schuhe? Glänzig, ja, komm, diese Frage, Jobcenter, jalla, jalla. Natürlich. Ey, hallo, Bruder, eine Frage, bitte, eine Frage. Was ist los? Ey, Bruder, bitte, eine Frage. Kannst du mir sagen, bitte, wo dieser Jobcenter, weißt du, wo dieser Jobcenter ist? Jobcenter? Ja, Bruder. Natürlich weiß ich, wo das ist. Ich komme doch gerade von da. Bruh. Guck mal, ihr geht direkt geradeaus. Die erste geht hier rechts. Ja, das dritte Gebäude sieht ihr ganz groß. Jobcenter. Habibi, grüße deine Augen. Viel Glück mit deinem Metallesel. Super, diese. Bum, bum. Jo, kein Problem, Diggi. Komm. Bruder, siehst du, was ich sage? In Jobcenter, beste Leben. Hey, Jobcenter ist sehr gut. Komm, Jobcenter. Komm. Okay, Meister, vielen Dank, tschüss. Ja, tschüss. Der Nächste bitte. Abu. Ja, der Nächste einfach bitte, kommen Sie bitte rein. Hallo, guten Tag, Bruder, guten Tag. Guten Tag. Ja, nehmen Sie bitte Platz. So, sagen Sie mal, wie wird der Name jetzt hier ausgesprochen? Meine Familienname ist Abu Afrid ibn Antar. Kwasa, Zabulaza. Zusammen. Ah, alles klar. Okay, weiß ich Bescheid. Erzählen Sie mal, wie ich hier gerade sehe, sind Sie frisch in Deutschland. Wie kommt es, dass Sie so gut Deutsch sprechen können? Oh, Bruder, kein Problem, ich sage Ihnen. Guckst du, in meiner Heimat, ich gemacht habe einen Unfall, weißt du, ich gegangen in Krankenhaus, nichts wissen, was machen. Deutschland kam, schicken Doktor Germany kommen hier in meine Heimat, machen reparieren bei mir. Deutsche Medikamente, Spritze, Deutsche, alles Deutsche. Ich auch Deutsche jetzt, sprechen Deutsch. Ah, Chef, warum ich Deutsch kann? Ich habe in Afrika deutsche Banane gegessen. Jeden Tag 10 Stück. Okay, aber soweit ich weiß, gibt es keine deutsche Banane. Ah, doch, bei dieser Banane, da war deutsche Flagge drauf. Aber egal, ich habe deutsche Kartoffeln gegessen als Nachtisch. Okay, wie sind Sie denn nach Deutschland gekommen? Oh, Habibi, ich gekommen mit Esel nach Europa. Weißt du, Esel haben komplette Europa-Navigation, diese. Aha, wo ist dieser Esel jetzt? Ah, diese Esel gegangen zurück in Heimat, weißt du, holen andere Personen. Meine Brüder holen hierhin, kommen inshallah. Wie ich gekommen bin, ich bin mehr geschwommen. Zack, ich hab Olympic bei Schwimmpool gewonnen. Wie? Sind Sie komplett hier rüber geschwommen? Nein, nicht komplett, Chef. Auch ein bisschen mit Reife. Mein Freund Bangugu hat mir mit auf dem Weg geholfen. Wie bitte? Wer ist denn Bangugu? Bangugu? Wer ist Bangugu? Bangugu sind diese Fisch. Diese Delfin. Das sind von meinem Onkel. Die haben mir geholfen. Ich bin mit denen gefahren. Kurz und knapp bei Grenze kommt Einhorn. Ich bin Einhorn eingestiegen.
one way. Gut, und wie sind Sie auf das Jobcenter aufmerksam geworden? Ah, Bruder, wo ich war kleine, meine Mutter, meine Vater gesagt haben, meine Sonne, wenn du bist groß, du gehst du nach Jobcenter, nach Almania, nach Deutschland, weißt du? Ah, meine Heimat, alles in meine Dorf, wir alle kennen, können diese, die Jobcenter, ganz viel bekannt, diese Jobcenter, in ganz Welt. Ah, die letzte von meinem Dorf, wo haben geschaffen, gekommen nach Deutschland, in diese Jobcenter, waren meine Opa, Ur-Ur-Opa, alte Opa, weißt du? Diese, meine Vorbild, diese vor 7000 Jahren gekommen. Meine Bruder leider geworden Versager, diese Versagen komplett Leben kaputt. Dieser geworden Arzt, dieser Doktor. Verstehst du, aber meine Mutter, Vater, tu jeden Tag machen so diese. Ah, wie ich hingekommen bin. Dieser Araber da draußen, der war auch hier drinnen. Der sagte zu mir, Jobcenter ist gut. Ich so, okay, kein Problem, weil ich habe in Afrika immer Tiere gejagt. So, huga, huga, huga. Ich sag zu mir, ich soll okay, hier kommen. Kostenlos Chicken Wings. Für Afrika, Familie, Send, Transport. Na gut, alles klar. Sie werden jetzt hier bei uns aufgenommen. Okay, okay. Und bekommen die gewünschte Leistung. Ah, machen Sie, Chef, kein Problem. Machen Sie bitte. Allerdings nur für 6 Monate. Bis dahin müssen Sie eine Arbeit gefunden haben und arbeiten gehen. Ja, ja, keine Probleme. In 6 Monaten, ich gebe einen Krankenschein. Wie bitte? Hä? Nein, nein, keine Probleme. Ich habe nichts gesagt. Ein bisschen Sie hat alles super, super, alles. Yes, yes. Habibi, du haben gesehen, was ich gesagt habe, du kriegst über Jobcenter Geld ohne Arbeit. Ja, das ist super bombastisch, aber das Problem ist, in 6 Monaten müssen wir noch mal arbeiten. Ja, Mar, du nix in deinem Kopf, habe nichts in deinem Kopf. Habibi, ich schicke die Adresse meiner Doktor Abu Antar, du kriegst du Jobcenter 15 Jahre. Immer machen diese Kranke, weißt du? Ah, stimmt. Ja, Bruder. Oh, okay, Habibi. Kein Problem. Keine Problem, keine Problem. Super, super. Abu, tala, diese Spiegel, tala. Höher als Präsident? Ja, normal, was du denkst? Uff. Wow. Habibi, Luxus hier. Was ist das, Habibi? Yes. Was ich gesagt habe? Setzen, diese Luxus hier, Luxurie, diese. Wow. Setzen, diese kann in Afrika, diese. Wow. Jetzt bin ich Präsident von Deutschland. Ewa, Habibi, ewa. Was macht ihr, was macht ihr? Wow, Luxus. Habibi, machen gemütlich. Wer ist das? Deine Mama? Ah, Habibi, diese, die Mama, diese, weißt du? Meine Mama in Heimat, diese. Und diese, meine Mama in Deutschland, diese. Diese, auch deine Mama, diese, weißt du? Nee. Was, nee? Warum meine Mama? Meine Mama ist doch schwarz. Habibi, diese Mama von alles, diese Universal, diese, mit Color, weißt du? Du, Color, schwarz, diese auch Mama von schwarz, ja? Mhm. Egal, alle Color, weiß, egal, welche. Also in Deutschland alle willkommen. Ja, ja, wenn Deutschland, diese Mama von Deutschland. Beste Mama. Yeah. Weißt du, diese alles gut, weißt du? Mhm. Aber scheiße, wir brauchen Arbeit, schwarze Arbeit, wir machen mehr Geld, verstehst du? Was schwarze Arbeit? Ha? Ich bin schon schwarz, ich brauche nur jetzt Arbeit. Bruh. Nein, Bruder, nicht diese, du brauchst schwarze Arbeit. Diese bedeuten diese, du musst arbeiten ohne Papiere, keine Papiere. Sonst Jobcenter kann geben Geld, Hmar. Ah, schwarze Arbeit ohne Papiere, das ist sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, Bruder, Abus, einer Kabus. Aber diese nichts einfach, diese. Sie sind ein Flüchtling und wollen schwarz arbeiten und das Geld in die Heimat schicken? Kannst du nichts machen. Hey, guck mal. Und trotzdem Geld vom Jobcenter beziehen, dann sind Sie bei uns genau richtig. Wo ist der Bato, Abus? Rufen Sie uns jetzt unter dieser Rufnummer an. Wir müssen das schnell anrufen. Ha? Wir müssen das schnell anrufen. Hier, nimm. Was ist das? Ruf mal dich an, das ist hier. Lecker Mobile. Komm, was gibst du, was du gibst, Banane? So an, was gibst Banane? Das ist sehr gut, ruf an. Like, Yahmar, hast du kein iPhone, Yahmar? Was du Banane machen hier, diese? Aber Bro, diese Banana-Phone ist gut, sehr gute Netz, Highspeed. Abus, Antar Abus, musst du anrufen mit Telefon, Bruder, mit Telefon. Ich rufe. Hallo, Salam Aleikum, Chef. Sekretärin gesagt, kommen Sie, gehen Sie oben. Ah, verstehe, ihr seid wegen der Werbeanzeige hier. Ja, meine neuen Mitbürger, willkommen in Deutschland. Mein Name ist Moritz, was kann ich Gutes für euch tun? Ja, Bruder, wir sind wegen deiner Werbung hier mit Schwarzarbeit. Wir brauchen Arbeit, bitte. Ja, genau, Cash, Mitbürger. Burger. Hm, okay.
Okay, ich sehe, ihr seht aus wie gesunde junge Facharbeiter aus dem Ausland. Nein, ihr seht auch sehr intellektuell aus. Ich habe ganz bestimmt was Anspruchsvolles für euch da. So, das schauen wir mal in meine Liste. Guter Mann, diese, ne? Guter Mann. Sein Anzug ist teuer, ne? Ja, ja. Ach, da haben wir Anwaltskanzlei. Nee, das passt nicht. Zahnarztpraxis. Naja, so toll ist es jetzt auch nicht. Oh, da habe ich was. Das ist genau das Richtige für euch. Gut, gut. Oh Bruder, ich küsse den Kopf von Moritz, seiner Mutter. Diese beste Arbeit, die sie. Kai, Bruder, du weißt nicht, hier, jeden Tag 10 Euro, 10 Euro in Nigeria. 500 Naira Cash. Moritz, I love you. Ich liebe, ich love Moritz. Moritz ist ein guter Mann. Euer Habibi, ja Moritz, euer Moritz. Habibi. Was zu sagen? Pistazie, ma Pistazie. Banane, ma Banane. Was du gesehen haben, Habibi, was ich gesagt habe. Hier bist du beste Leben, was du hier sehen, Habibi. Ja, es ist bombastisch hier, sehr, sehr brutal. Aber wir haben ein Problem. Hier, wir haben keinen deutschen Pass. Du natürlich auch nicht. Wir können nicht hier lange in Deutschland bleiben, sonst Abschiebung. Du willst das ja nicht. Ja, Bruder, du hast recht. Muss gucken, wir machen deutschen Pass, muss gucken. Diese Probleme, diese, ja. Keine zurück. Sie sind ein Flüchtling? Hm? Guck mal, das ist Moritz. Moritz ist wieder im Fernsehen. Wir haben das beste Leben, aber brauchen einen deutschen Pass, um nicht abgeschoben zu werden. Da sind Sie bei uns genau richtig. Rufen Sie jetzt unter dieser Rufnummer an. Habib Elvia Morizo. Ja, dieser machen alles klar, diese Scheiße, diese. Wow, Maurizio, der ist bester Mann. Ich kuh seinen Kopf vor seinem Vater. Habibi. Oh, da seid ihr ja schon wieder. Oh, Moritz, Bruder, wir haben gestern im Fernsehen gesehen, deine Werbung, diese mit deutschem Pass. Wir brauchen deutschen Pass, sehr wichtig, Bruder, bitte, Hilfe. Ja, ja, genau, ich hab gesehen. Ich will nicht nochmal nach Afrika, ich will nicht Abschiebung. Ja, die Sorge ist ja legitim, gar kein Thema. Ich regel das schon, macht euch da gar keine Sorgen. Ja, ja, machen, regel, bitte. Very fast, Re-quick. Einen Moment, bitte. Ach, danke schön, Habibi, danke. Hallo Maria, ja, geh mal bitte ins Lager und hol mir aus dem dritten Gang die Nummer 7 und die Nummer 8. Genau, schick sie direkt nach oben, danke. So, da haben wir sie, die Nummer 7 und die Nummer 8. Wow, Chicken Wings! Ey, Bruder, bleibst du ruhig, diese kleine Chicken Wings, diese Frau, diese, was du sehen? So, das sind die zwei netten Damen, die werdet ihr jetzt heiraten und mit deren Hilfe den deutschen Pass erlangen. Die habt ihr allerdings nur für 3 Jahre, die sind nur gemietet, die gehören uns und die müsst ihr im Nachhinein wieder zurückgeben. Gut, die sind gut. Aber Moritz, wie können wir bezahlen dich, Bruder? Keine Geld, wir haben keine Geld. Das ist mir schon klar, dass ihr kein Geld habt. Aber was haben denn Flüchtlinge? Überleg mal. Was haben Flüchtlinge? Was? Überlege bitte, jalla, überlege. Wir haben viele Kinder. Ja, richtig. Die Bezahlung ist, dass ihr mir euer erstgeborenes Kind gibt. Ich brauche schließlich Facharbeiter aus dem Ausland, die ganze Firma hier beim Laufen halten. Diese Show, diese haben viel im Kopf, diese... Like, Habibi, du bist so... Afrit, du bist... Egal, kriegst du keine Probleme, wenn deutscher Pass ich habe, kann das alles... Wenn deutscher Pass da ist, Panyang, Party, Marty, kriegst du, was du wollen. Habibi Moritz. Dankeschön, Moritz. Was du willst wollen, diese acht Mal meine, diese. In Afrika immer schwarz hier. Guck mal, weiß, bloody Arab. Ja, was nimm du, Scheiße, du. Komm, du bist du meine Leben, diese. Moritz, ich küsse deine Arme. Moritz, aber die Frauen bitte unbeschädigt und ohne Gebrauchsspuren zurückbringen, ja? Endlich, ich bin in Deutschland bei Jobcenter. Oh mein Gott, schon wieder Flüchtlinge. Ja, schönen guten Tag, nehmen Sie mal Platz. Guten Tag, Chef. Mein Name ist Abu Jafar aus Bangladesch. Ja, Bruder, ich brauche ein Jobcenter. Geld bitte. Aber das kann ja wohl nicht wahr sein, dass hier andauernd Flüchtlinge reinkommen. Wie sollen wir das hier überleben? Ach, Bruder, ich bin neu hier. Die letzte, wo haben geschafft, hier nach Jobcenter gekommen, meine Großopa geschaffen, hier gekommen, vor 17 Jahren, 100 Jahre.
Ah, Chef, guck mal, warum ist so gut? Leck, der sieht aus wie der Prinz von Samunda. Ah, doch, doch, Chef. Bei dieser Banane, da war solche Kartoffeln drin. In der Banane war solche Kartoffeln. Ah, doch, doch, bei dieser Banane war da. Kurz und knapp, bei Grenze, komm Einhorn. Ich bin Einhorn eingestiegen. One way. Bruh. One way. Ja, geil, ja. Das Jahmar, was du gibst in Banane? Hallo, das ist gute Netz. O2. Bruh.